Berliner hat sich für einen anderen Weg entschieden. Vor 10 Tagen erschien sein Album Leitkultur, ein Wortspiel, Leit mit D. Herausgebracht beim unabhängigen Berliner Plattenlabel Edit Entertainment, unterstützt von der Initiative Musik und anders als vieles, was sonst so aus der deutschen Hip-Hop-Szene zu hören ist. Arme Wu, was ist denn das für einer? Menschen fällt es leicht, bin ich wirklich selbst so rein. Ich lebe doch, ich spür nichts mehr. Ich spür so viel, das Meer versteht mich, wann es endlich dann in sich. Denn ich schwöre doch, ich kann es nicht. Merk, wie mein Verstand sagt, ich bin mehr ein Stein am Land, ein Fisch. Poetischer Sprechgesang und eine Menge Melancholie. Arme Wu Berlins derzeit wohl lyrischster Rapper hat mit den aufgeblasenen Angeberklischees des deutschen Hip-Hop nichts am Hut. Er ist ein feinfühliger Seismograf für die sich verschärfende soziale Spaltung, auch in Berlin-Kreuzberg. Die Stadt verändert sich halt einfach und verändert sich teilweise halt auf eine Art und Weise, die nicht jeder cool findet. Also wenn die bei mir um die Ecke ein neues Bürogebäude wieder hochziehen, so. Und da schon Netze vorspannen müssen, weil Farbbomben drauf geworfen werden, so merkt man halt, okay, anscheinend stimmt irgendwas nicht und anscheinend sollte man über bestimmte Dinge nochmal sprechen. Dass Arme Wu nicht nur spricht, sondern auch handelt, beweist er seit 5 Jahren mit dem Musikpädagogen Nico Hartung. Die beiden bringen die Reimkunst des Rap dorthin, wo sie als lebendiger Ausdruck besonders gebraucht wird, zu Migranten und behinderten Kindern. Bei denen hat man den Eindruck, dass sie das erste Mal irgendwie oder an Sprache auf eine Art und Weise rangehen, die für sie auch wirklich interessant ist. So. Also, weil es in einem Schulkontext, glaube ich, oft auch so sein kann, dass du dich die ganze Zeit mit Zeug beschäftigst, was zwar auch mit Sprache und mit der deutschen Sprache zu tun hast, was aber dich persönlich überhaupt nicht betrifft. Und da geht es dann halt darum, okay, du kannst alles das, was in dir vorgeht, irgendwie aufschreiben und kannst daraus was Eigenes machen. Und für dich wird Sprache auf eine ganz andere Art und Weise interessant. Der 29-jährige Sohn eines ghanesischen Vaters und einer deutschen Mutter gilt in der deutschen Hip-Hop-Szene aber auch wegen seiner immensen Geschwindigkeit als Ausnahmetalent. So schnell wie Arme Wu rappt keiner. Ich vergleiche es halt immer ein bisschen mit Gitarre spielen oder auch Klavier spielen. Also es sind halt Sachen, die man durch Übungen einfach macht. Und natürlich, wenn du dich schnell bewegst, so, dann kann es sein, dass du Fehler machst, so, aber deswegen trainierst du halt so. Was bei mir eher die Schwierigkeit ist, dass ich halt den Anspruch habe, trotzdem noch wirklich eine Message zu haben in den Texten. So. Also halt nicht irgendwas labern, Hauptsache schnell, sondern schnell und dann halt kombiniert auch noch mit einer wirklichen Aussage. Solange man die Natur unterdrückt und zum Feind macht, sich zynisch belügt, nur über das Leid lacht, die Wahrheit seine Tränen nicht begreift und verschleiert. Solange man daran scheitert, bleibt einfach nur ein Satz. Dass Rap als moderne Ausdrucksform der Jugend auch jenseits sexistischer und homophober Klischees funktionieren kann, der Berliner Arme Wu beweist es.